Oh, hat echt geklappt. Cool. So, ich bin zu tief in meinen Untersuchungen zu die schwarze Seite. Ich bin selbst im monolithischen Abgrund gelandet, aber ich kann nicht aufgeben. Ich suche immer noch nach Hinweisen, so als würde ich an einen weiteren Artikel arbeiten. Ein Artikel, den niemand lesen wird. Ich kann mir nicht helfen. Ich will meine Daten organisieren, bevor ich verschwinde. Wenn jemand diese Notiz liest und es schafft, von hier zu entkommen, wäre zumindest nicht alles umsonst gewesen. Eine Friseurin, ein Hotelangestellter in der Kaffeekunde, drei Schüler und der Puppenproduzent. Die einzige Verbindung zwischen ihnen ist, dass sie alle die schwarze Seite gesehen haben. Daraus muss ich schließen, dass die schwarze Seite die Leute hierher bringen. Im Hinblick auf die Todesfälle im Krankenhaus vor 5 Jahren scheinen alle Opfer irgendwie mit Reiko Asagiri zu tun gehabt zu haben. Die meisten Opfer kannten sie recht gut. Aber gut, das wussten wir schon. Außerdem ist interessant, dass sich dies auch nach ihrem Tod fortsetzte. Wahrscheinlich hat ihr Selbstmord alles ausgelöst. Orte innerhalb des mormonischen Abgrunds scheinen aus der Erinnerung der darin eingeschlossenen Personen zu entstehen. Deshalb, okay, das würde sogar gut Sinn machen. Deshalb können wir nämlich auch in bestimmte Bereiche nicht rein, wo wir dann sterben. Ich konnte feststellen, dass nach meiner Ankunft neue Orte entstanden. Wenn man eintrifft, lebt man im Prinzip noch. Die Erinnerungen sind intakt und der Körper in der realen Welt befindet sich wahrscheinlich in einem Koma-Zustand. Wenn man mit den Geistern in Kontakt kommt, wird man langsam selbst zu einem Geist. Wenn die Transformation abgeschlossen ist, stirbt man wahrscheinlich in der realen Welt. Das würde ja wahrscheinlich heißen, dass alle Leute... Ah nee, das kam ja erst mit ihrem Selbstmord. Sonst hätte ich, weil wir ja gelesen haben, dass die innerhalb von 2 Stunden oder so sind, auf einmal ins Koma gefallen sind, gestorben, dass die dann vielleicht auf der Seite schon waren, dann halt ins Koma gefallen sind, auf der anderen Seite waren und dann zum Geist geworden sind und dadurch so plötzlich und ohne Angabe von, oder ohne wirklich nachvollziehbare Gründe gestorben sind. Das ist schon eine Story, die sich echt gut gemacht. Oder gut ausgeklügelt, das finde ich schön. Weichen jetzt. Wenn ich einen Weg aus dem mormonischen Abgrund finden könnte, während mein Körper noch lebt, könnte ich wahrscheinlich in die reale Welt zurückkehren. Allerdings habe ich noch keine geeignete Methode gefunden. Sprechen wir nochmal über Reiko Asagiri. Ab hier sind alles nur Vermutungen. Wie im Tagebuch der Krankenschwester zu lesen war, hat Reiko Selbstmord begangen, weil sie ihren Lebenswillen verloren hat. Sie wurde durch Wut auf ihre Mutter und ihre Freunde aus dem Chatroom, die sie betrogen haben, angetrieben. Die schwarze Seite scheint eine Manifestation dieses Hauses, dieses Hasses zu sein. Andererseits kann man ihre Angst spüren, betrogen zu werden. Das hat wahrscheinlich zu dem ersten Vorfall im Krankenhaus geführt. Die Ausweitung des mormonischen Abgrunds könnte den Wunsch des kleinen Mädchens nach Flucht aus im Krankenhaus darstellen. Wie sollen wir also dagegen vorgehen? Die Antwort darauf habe ich auch nicht. Ich habe allerdings ein kurzes Memo gefunden, als ich mich in Yuko Asagiris Zimmer transportiert habe. Es handelt sich um die Telefonnummer ihrer Tochter. Über das Telefon können die Geister mit dir kommunizieren. Vielleicht kannst du auch auf diese Weise mit ihnen kommunizieren. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Mehr kann ich dir in der verbleibenden Zeit leider auch nicht bieten. Und wir haben eine Telefonnummer. Nein. Ach so, das ist eher gut. Das, ich dachte schon. Amano. Toshirae nara koko made kite kureru to shinjite da yo. Amano. 俺はお前の足取りを追ってここまで来た。そしてこの教会に関してお前が調べてきたことも理解した。でもこれを通じてお前は何を俺に伝えたかったんだ。取材してきたことをお前に知ってほしかった。ただそれだけだ。どういうことだ。記者や編集者に物事を変えたり 解決したりする力はない。ああ、そんな話は何度もお前としたよな。でも多くの人に記事によって伝えることがそのきっかけになる。お前の心情だろ。<笑>心情というか、差がだな。記者の差がだ。試合に読んでもらえて
嬉しかったよ。しかし、もうどうすることもできないのか。教会の拡大や朝霧を止める手立てはないのか。ない。いや、もしかしたらあるのかもしれない。でもそんなこと、もうどうでもいいじゃないか。天野、知らえ。ここの世界はまだ謎に包まれている。実に興味深いと思わないか。俺は試合に来て欲しかったんだ。ここでコンビを組もうじゃないか。天野、hi. Problematisch ist hier. Ah, doch, doch, hier hatten wir das Gespräch. Ich wollte gerade sagen, die Dings hatten wir noch nicht ganz abgeschlossen gehabt. Aber ich spiele jetzt einfach mal weiter, weil das Ding ist, es ist ja eh ein neues Kapitel jetzt eigentlich für sie. Es dürfte nicht so weitergehen, wie wir es eigentlich hatten. Oh. Warte. Asagi. Ja gut, das wussten wir jetzt schon. Also zumindest sollte der Spielverlauf ein anderer sein jetzt am Ende. Hm. Ist aber auch assi, dass von seinem ehemaligen Partner, dass er uns hergelockt hat, um uns im Endeffekt dann zu killen. Ja, dafür müssen wir dafür sorgen, dass sie sich beruhigt oder, naja, allen verzeiht oder sowas. Okay, wir haben... ihn jetzt. Grüße. Was? Ja, doch, 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 er ist... Man konnte sich schon fast denken. Okay, wir folgen dir gleich. Der hat aber dann einen Zettel. Der hat da aber einen Zettel liegen lassen. So, Telefonnummer-Memo. Reiko. Das Ding ist, er ist... Warte mal, ich guck mal, ob ich ihn folgen kann, bevor ich da anrufe. Normalerweise. Oder er ist jetzt einfach weg. Ich weiß es nicht genau. Wir gucken mal, weil beim zweiten Durchlauf hatten wir auch eine Sequenz, wo ich der Krankenschwester mal wieder hinterherlaufen musste. Ganz am Anfang. Und wenn ich da gerannt bin, dann bin ich super... konnte ich das super ein bisschen schneller machen, sag ich mal. Okay, er ist hier. Wir sind auf dem richtigen Weg, hoffe ich zumindest. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Ich glaube, das kann ich im Erdgeschoss auch. Da müsste auch, glaube ich, eine Katze sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir gucken einfach mal. Aber der führt uns ja jetzt zu dem Ort eigentlich, wo uns Reiko, glaube ich, das letzte Mal so angegriffen hat. Hier, das meinte ich. Also man kann sich da schon schneller fortbewegen. Man muss jetzt nicht Ewigkeiten warten. Na lol, ich kann nicht speichern. Aber ich habe ein Telefon. Okay, der Chef. Weißt du, was will denn der Chef? Also der wurde schon jedes Mal beim ersten Mal platt gemacht und der kommt überhaupt nicht weiter ran. Darf ich jetzt das Telefon haben? Nein, darf ich wenigstens speichern? Auch nicht. Du bleibst schön da sitzen, junge Dame.
Nein. あなたが黒猫さんだったのね。聞いてくれる？私、約束を破ったわけじゃないの。あの日、ここへ向かっていたのよ。本当に。でも途中で交通事故に遭って、そしてここに運び込まれて、偶然だけど隣のベッドにいたんだよ。もし私が目を覚ますのがもう少し早ければ、言い訳だよね。約束守れなかったのは事実だから。ごめんなさい。ごめんなさいって今更だよね。もう取り返しつかないよね。もう私がここの住人になるのも時間の問題だと思うの。そうなったら黒猫さんと一緒にいるよ。私ならもう寂しくないよね。したかったこともそれで忘れられる？Das war ja die Sequenz, wo ich mich nicht so weit entfernen durfte von ihr, ne? Und diesmal ist der Raum, glaube ich, anders im Vergleich zu damals. Weiß aber nicht, ob ich noch nicht zu nah ran darf oder so. Deswegen habe ich jetzt auch nicht versucht zu speichern, weil das letzte Mal bin ich da auch drauf gegangen. Ich möchte sagen, dass wir nämlich nach oben mussten. Oh Gott, war das... Scheiße, war das 204? Ne, sie geht nochmal hoch, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich überlegt, ob das jetzt 204 war oder ob das 302, glaube ich. Das hat halt was von Silent Hill, von den Nummern her. Weil das waren auch für mich da wichtige Räume, deswegen kann ich die mir ganz gut merken. Okay. Ich würde halt gerne speichern, aber ich glaube, das wird jetzt sowieso vorbei sein, so wie es aussieht.
Okay, das war jetzt wirklich Calling. Und ja, ich weiß nicht, also kann gut sein, dass die letzten beiden Folgen vielleicht ein bisschen länger waren. Ich muss mal gucken, wie ich schneide, ne? Aber, was ich halt jetzt rückblickend sagen muss. Erstmal, ich dachte, okay, sehr unbefriedigendes Ende. Ich weiß halt nicht, ob jetzt vielleicht doch noch was kommt, wenn die Credits durchgelaufen sind. Oder ob wir dann einfach bloß wieder tot sind. Wäre halt ein bisschen schade, weil das wäre dann wirklich ein unbefriedigendes Ende. Ansonsten, ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal die Credits und ich glaube, ich habe da schon ein Fazit gezogen gehabt. Möchte ich sagen. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Rückblickend kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, storymäßig ziemlich gut gemacht, eigentlich auch ganz gut erzählt, und ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, wo wir jetzt nochmal mit Bokuto das Ganze angefangen haben, dass es halt ein bisschen blöd war, dass man das nicht gleich mit reingearbeitet hatte, hat aber auch den Sinn, gerade am Ende wäre das sonst nicht gegangen, ne? Da hat das schon Sinn gemacht, deswegen ist es eigentlich vollkommen okay. Es hat sich aber am Anfang halt so angefühlt, weil du da ist ja nichts, was man jetzt nicht hätte mit komplett gleich reinbauen können. Ne, war aber am Ende dann nochmal anders gewesen. Das Ding ist, ich hätte es halt schön gefunden. Ich weiß, das ist, glaube ich, in der amerikanischen Fassung so gemacht worden, dass man diese das Erwachen oder wie das hieß, auf jeden Fall diese Teile dann nochmal zu spielen, die man schon gespielt hat. Nur die Sequenzen überspringen kann, ein bisschen doof. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie das für die europäische Fassung auch so gemacht haben, dass man dann die kompletten Dinger überspringen kann, weil da bleibst du halt besser im Fluss drin und so, ne? Was natürlich andererseits gut ist, wenn du jetzt irgendwas vergessen hast, zum Beispiel diese Handytasten, von denen ich ja erzählt hatte, dann kannst du die nochmal finden oder irgendwelche Dokumente, ne? Sonst bietet dir, also du hast da glaube ich die Möglichkeit, das zu überspringen, du musst es ja im Amerikanischen nicht machen. Wie dem auch sei. Es hat auf jeden Fall, also gruselig war es jetzt nicht wirklich so, außer bei ein, zwei Sachen, dann habe ich das glaube ich auch gesagt, dass ich kriege ja dann immer Gänsehaut und dass man halt sowas gerne öfters reinbauen kann und so. Ein paar Stellen waren gewesen, aber halt nicht wirklich viel. Trotzdem hat es gerade wegen der Story auch irgendwie Spaß gemacht. Und wie gesagt, dass mit den Handytasten, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, weil zum Aufnahmezeitpunkt habe ich noch ein bisschen Zeit und ich habe eine Komplettlösung, also mal gucken, vielleicht kommt da doch am Ende noch was. Oder werde das nochmal spielen und dann schneide ich das irgendwie mit dran, wenn ich es schaffe. Alles klar, würde ich sagen. Oh. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns da morgen zu einem neuen Horrorspielchen wieder, ne? Wie ist denn?私、生きている？